Herzlich willkommen zum letzten Vortrag und damit dem letzten Podcast der Reihe Lost in War, der sich folgerichtig mit der jüngeren Geschichte der Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit beschäftigt. Mein Name ist Marie Grünter und ich arbeite im Deutschen Auswandererhaus, wo wir den Blick weiten wollten und wollen. Was wissen wir in Deutschland über die Ukraine, über das Kriegsgeschehen hinaus? Wie sind Deutschland und die Ukraine historisch, besonders in der Migrationsgeschichte, miteinander verknüpft? Welche historischen Ereignisse werden heute politisch instrumentalisiert und welche vielleicht auch nicht? Mit 7 unterschiedlichen historischen Themen haben wir uns befasst und hoffen, die Meinungsbildung über das aktuelle Geschehen mit mehr Informationen zu hinterfüttern, als normalerweise in Deutschland thematisiert werden. Ursprünglich habe ich diesen Vortrag am 1. Dezember 2022 im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven gehalten. Auf den Tag genau 31 Jahre, nachdem 1991 ein Referendum die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion besiegelte. Die Unabhängigkeit war bereits am 24. August 1991 ausgerufen worden und wurde nun durch die Abstimmung von der gesamten ukrainischen Bevölkerung bestätigt. Eine große Mehrheit von 90% stimmte dafür. In manchen Landesteilen, wie etwa auf der Krim, war die Mehrheit weniger stark, aber ebenfalls vorhanden. Kurze Zeit später wurde die Sowjetunion aufgelöst. Die Geschichte der unabhängigen Ukraine der letzten 2-3 Jahrzehnte möchte ich anhand der Eurovision Song Contest-Siege des Landes erzählen. Ich habe den Vortrag jetzt neu eingesprochen, weil während meines ursprünglichen Vortrags öfter Musikbeispiele zu hören waren. Aus rechtlichen Gründen wird das hier nicht der Fall sein, aber die Musikvideos sind in den Shownotes verlinkt. Dem Wettbewerb wird zugeschrieben, ein Gefühl von Gemeinschaft zu stiften. In Fanbefragungen verschiedener Generationen zeigte sich auch, dass die Fans teilweise als Jugendliche ihr Wissen über die Existenz anderer europäischer Länder durch den ESC gewannen. Die European Broadcasting Union besteht bis heute darauf, dass es sich um ein unpolitisches Kulturevent handelt. Dennoch haben immer wieder Staaten oder auch einzelne KünstlerInnen versucht, hier implizit oder explizit politische Botschaften zu vermarkten. Auch die Teilnahme konnte schon eine Botschaft sein, besonders zu Beginn der 1990er Jahre, als die EBU nach der Wende wuchs. Die Ukraine ist, wie alle Staaten, die bei oder nach der Auflösung der Sowjetunion entstanden, ein junger Staat. 1991 war die Ukraine der erste der sowjetischen Staaten, der sich für unabhängig erklärte. Der Beginn der 1990er Jahre war für die postsozialistischen Länder ein Neuanfang, der die Möglichkeit bot, unterschiedliche Richtungen einzuschlagen. Einige der Staaten wurden autoritär. Das bekannteste und schon am längsten international als solches anerkannte Beispiel ist Belarus, dessen Diktator Lukaschenka seit 1994 an der Macht ist. Auch Zentralasien ist vornehmlich autoritär regiert. Dagegen haben Länder wie Litauen, Estland, Lettland und die damals nicht zur Sowjetunion gehörenden, aber ebenfalls postsowjetischen Länder wie etwa Tschechien demokratische Strukturen aufgebaut und auch eine Orientierung hin zu Westeuropa vollzogen. In der Ukraine gab es seit den 90er Jahren sowohl die Tendenz, sich stärker an Westeuropa anzunähern, als auch die Nähe zu Russland zu wahren bzw. auszubauen. In den frühen 1990er Jahren erhielten zunächst die alten Kräfte die Mehrheit, also nicht DissidentInnen gewannen die Wahl, sondern die Kommunistische Partei. 1994 verzichtete die Ukraine auf ihre Atomwaffen. Im selben Jahr schloss sie ein Partnerschaftsabkommen mit der EU. 1995 wurde sie in den Europarat aufgenommen. Man muss dazu sagen, das ist kein Gremium der EU, sondern außerhalb. Der seit 1994 regierende Präsident Leonid Kutschma versuchte aber gleichsam, eine gute Beziehung zu Russland aufzubauen, damit sich das Verhältnis zu Westeuropa und zu Russland die Waage halten konnten. Kutschma regierte bis 2004. In den letzten Jahren seiner Amtszeit ging er zunehmend autoritär vor, was die Opposition gegen ihn stärkte.
als sein Nachfolger versuchte Kutschma Viktor Janukowitsch aufzubauen, der bereits zuvor Ministerpräsident gewesen war und für seinen pro-russischen Kurs bekannt war. Sein Gegner im Wahlkampf war damals Viktor Juschtschenko, der dagegen stand für einen demokratischen und westlich ausgerichteten Kurs. Wenige Monate vor der Wahl zwischen Janukowitsch und Juschtschenko fand am 15. Mai 2004 in Istanbul der 49. Eurovision Song Contest statt. Die Ukraine nahm damals nach 2003 das zweite Mal teil. Die meisten Staaten der ehemaligen Sowjetunion und anderer postsowjetischer Staaten waren bereits Anfang der 1990er Jahre mit ihren Sendeanstalten der European Broadcasting Union, also der EBU, beigetreten. Und deren erfolgreichstes Format war eben der Eurovision Song Contest. Und ist es auch bis heute. Die Organisation bietet ihren Mitgliedern auch weitere Vorteile, etwa den gemeinsamen Kauf von Rechten an Sportveranstaltungen. Und für die meisten mittel- und osteuropäischen Staaten handelte es sich bei der Mitgliedschaft um die erste ihrer Länder in einer, man muss sagen, bisher westeuropäischen Organisation. 1993 wurde die Nationale Ukrainische Rundfunkanstalt Mitglied. Manche Länder nahmen auch sofort am ESC teil, andere warteten einige Jahre. Von der Teilnahme versprachen sich die neuen mittel- und osteuropäischen Staaten die Möglichkeit, ihre nationalen postkommunistischen Identitäten auf einer großen Bühne präsentieren und bekannt machen zu können. Obwohl die European Broadcasting Union und die Europäische Gemeinschaft seit Mitte der 1980er Jahre eine Flagge teilen, existierte die EBU vor und ab unabhängig von der EU und auch unabhängig von den Vorgängerorganisationen, also der EG. Das Ziel der EBU bzw. ihrer Vorgänger war nicht, eine politische Realität oder kulturelle Gemeinschaft abzubilden, sondern eine technische Verbindung zwischen verschiedenen Sendeanstalten herzustellen. Die EBU bemühte sich auch immer wieder, das deutlich zu machen. Auf der in den Shownotes verlinkten Karte sehen Sie in dunkel, in welchen Ländern die EBU Mitglieder hat und in hell, in welchen Ländern sie mit Rundfunkanstalten assoziiert ist. Das ist eine aktuelle Karte, noch 2021 war Russland ebenfalls Mitglied und Belarus auch noch bis in das Jahr davor. Obwohl der ESC auch in vielen anderen Ländern Fangemeinden hat, befindet sich das Hauptpublikum in einem wie auch immer gearteten Europa. Musikalisch ähnelten sich seit Beitritt der osteuropäischen Länder die westeuropäischen und die osteuropäischen Beiträge. Allerdings schicken die osteuropäischen Länder im Gegensatz zu den westlichen häufig bereits in ihren Ländern bekannte KünstlerInnen ins Rennen. Das ist auch der Fall bei der ukrainischen Teilnehmerin im Jahr 2004. Ruslana Lyschitschko, geboren in Lviv im Westen der Ukraine, ist eben diese Teilnehmerin. Sie war seit ihrer Kindheit musikalisch engagiert und hatte in den 1990er Jahren durch verschiedene Projekte auf sich aufmerksam gemacht. Sie sang nicht nur, sondern komponierte und produzierte auch selbst. In den Jahren vor dem ESC war sie mit verschiedenen anderen KünstlerInnen immer wieder an Projekten beteiligt, die traditionelle ukrainische Musik in der Ukraine wiederbeleben und Interesse an ukrainischer Kultur, Geschichte und Architektur wecken sollten. Entsprechend war bei ihrem Song Wild Dances, mit dem sie 2004 in Istanbul antrat, nichts dem Zufall überlassen und die Inszenierung eine Art Fortsetzung ihrer vorherigen Projekte, so die Soziologin Olena Fedyuk. Ruslanas gesamte Performance zielte auf den westeuropäischen Geschmack und das gelang auch. In Russland dagegen konnte sie keine großen Erfolge erzielen. Der Song ist auch in den Shownotes verlinkt. Textlich ist das Lied ziemlich minimalistisch. Es geht um den nicht enden wollenden wilden Tanz eines Liebespaars. Immer wieder eingewoben sind lautmalerische Silben und kurze Wörter, die man typischerweise seit Jahren immer wieder in Eurovision-Beiträgen findet.
Der Text ist auf Englisch, bis auf eine ukrainische Strophe im mittleren Teil. Der Beitrag beginnt mit dem Auftritt von Trembita-Spielern. Das ist eine traditionelle lange Holztrompete der Husul, die in den Karpaten leben. Verlinkt habe ich auch ein historisches Bild von diesen Flöten. Laut Ruslana sollen auch die Lederkostüme von ihr und ihren MittänzerInnen an die Tracht der Husulen angelehnt sein. Sie beschreibt auch selbst den Beitrag Wild Dances als, Zitat, realistisch, authentisch, alt, wild und mystisch, Zitat Ende. Der Plan ist offenbar, das eher graue, postsowjetische Image der Ukraine in ein buntes, mysteriöses zu verwandeln und die Ukraine mit Natur und traditionell in der Natur lebenden Menschen zu assoziieren, abseits einer sogenannten Zivilisation. Der Versuch, das Image zu ändern, hat allerdings zur Folge, dass damit andere Assoziationen mit der Ukraine in Westeuropa gestärkt werden. Und die Ukraine wird nicht als, in Anführungszeichen, normal europäisch, sondern als exotisch und antizivilisatorisch gesehen und auch in der Vergangenheit verharrend. Auch die Gruppe der Husulen wird stereotyp in Lederschutz dargestellt und mystifiziert, ähnlich wie es mit den Native-Gruppen etwa in den USA passiert ist. Obwohl Ruslana selbst davon spricht, dass die Ukraine ein Land im Herzen Europas sei, in das sie einlade, um es zu entdecken, inszeniert sie das Land gleichzeitig als das europäische Andere. Tatsächlich, muss man sagen, ging aber Ruslanas Plan auf. Der Tourismus in der Karpatenregion nahm nach dem Sieg in Istanbul zu und auch zum Beispiel der NDR drehte eine Doku, in der Ruslana durch die Natur der Ukraine begleitet wird. Selbstverständlich kann man von einer Popsängerin nicht erwarten, dass sie eine historisch korrekte Darstellung des Lebens der Husulen auf die Bühne bringt. Allerdings ist problematisch, dass aus der Ukraine in Westeuropa zu dieser Zeit so gut wie keine anderen KünstlerInnen bekannt sind, die das Wahrnehmungsspektrum also erweitern könnten. Was erst einmal hängen bleibt, auch in den westlichen Medien, ist ein wilder Tanz und ein eher fragwürdiges Frauenbild. Einige Monate nach ihrem Sieg fanden in der Ukraine Wahlen statt und im September wurde der Kandidat des pro-westlichen Lagers Janukowitsch vergiftet, setzte den Wahlkampf aber dennoch fort und gelangte in die Stichwahl. Laut den offiziellen Wahlergebnissen dieser Stichwahl siegte Viktor Janukowitsch, der Vertreter des pro-russischen Kurses. Die AnhängerInnen von Juschtschenko und auch internationale BeobachterInnen sprachen allerdings von Wahlfälschung. Daraufhin begannen am Tag nach der Wahl, am 22.11., Demonstrationen unter anderem auf dem Maidan Niesalenschnosti, dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, wo eine 500.000 Menschen vor dem Parlament zusammenkamen und Orange trugen, die Wahlkampffarbe von Viktor Juschtschenko. Gleichzeitig erfuhr Viktor Janukowitsch Unterstützungsdemonstrationen in der Ostukraine. Auch Ruslana befand sich unter den Protestierenden gemeinsam mit den Klitschko-Brüdern für Viktor Juschtschenko. Damit schufen diese Prominenten eine breitere internationale Aufmerksamkeit für die Orangene Revolution. Der oberste Gerichtshof der Ukraine ordnete schließlich eine Wiederholung der Stichwahl wegen Wahlbetrugs an und Juschtschenko ging daraus mit knapp 6 Prozentpunkten Vorsprung als Sieger hervor. Da Ruslana den ESC 2004 gewonnen hatte, fand der 50. ESC 2005 in der Ukraine statt. Das Motto der Jubiläumsshow war Awakening, also in etwa Erwachen. Die politische Führung schätzte die internationale Bedeutung der Show als sehr, sehr hoch ein. Und der Vizepremier sagte etwa, es ginge nicht nur um einen Liederwettbewerb, sondern, Zitat, die weltweite Präsentation des Staates.
Touristisch sollte der ESC gestärkt werden, indem BürgerInnen der EU ohne Visum ins Land kamen. Und diese Regelung wurde auch nach dem ESC beibehalten. Rund um den ESC fanden vielfältige Veranstaltungen statt. Die Eröffnungsshow für den sogenannten Kiewer Euro-Musikmarathon begann mit einer Show, deren Titel lautete »Die Ukraine ist das Herz Europas«. Der Sponsor der Veranstaltung sagte dazu, die Show sei ein Symbol der Vereinigung aller UkrainerInnen und sei außerdem eine Chance für Gäste, die Ukraine kennenzulernen. Die AkteurInnen der Orangenen Revolution prägten den ESC. Die Statue, die dem siegreichen Beitrag zugesprochen werden sollte, trug den Titel »Erwachen und Blüte«. Und der Künstler sagte dazu, dass dies gut zur aktuellen Stimmung im Land passe. Und überreicht wurde diese Siegerstatue vom Präsident Viktor Juschtschenko. Die kurzen Filmbeiträge, die die einzelnen Wettbewerbsliedbeiträge trennten, zeigten nicht nur sehr unterschiedliche Menschen in der Ukraine, sondern auch immer wieder Szenen der Orangenen Revolution. Und die PolizistInnen, die für die Sicherheit der Show sorgten, trugen orangene Bändchen. Der politischste Beitrag, der auf Verlangen der IBU allerdings gekürzt werden musste, war der ukrainische Songbeitrag dieses ESC. Das als Hymne der Orangenen Revolution wahrgenommene Lied »Razom nas bahato, nas ne podolate« übersetzt »Zusammen sind wir viele, wir können nicht besiegt werden«. Zwei Mitglieder der Band trugen Handschellen und der Leadsänger trug ein Che Guevara-T-Shirt und auch dieses Video findet ihr natürlich in den Shownotes. Die Unabhängigkeit der Ukraine 1991 war gewissermaßen eine Migration ohne Bewegung für die BewohnerInnen des Landes. Sie gehörten nun einem neuen Staat an und nicht mehr der Sowjetunion, obwohl sie sich selbst überhaupt nicht bewegt hatten. Die Bemühungen Ruslanas und der ESC-OrganisatorInnen im Jahr nach ihrem Sieg, die Ukraine als Teil Europas auf der Landkarte sichtbar zu machen, kann man ebenfalls als Versuch einer Migration ohne Bewegung verstehen, nämlich den Weg in die Richtung Europas. Ich springe nun 2 Jahre weiter ins Jahr 2007, um den Kontrast aufzuzeigen, den es in den ukrainischen ESC-Beiträgen in den folgenden Jahren auch gab. In diesem Jahr 2007 nahm Verka Serduchka für die Ukraine am ESC teil und hinter dieser Kunstfigur steht Andriy Danilko. Verka ist die bekannteste Kunstfigur des Komikers, mit der er nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland bekannt und beliebt wurde. Mit seinem gesamten Programm und den Anleihen an eine gemeinsame sowjetische Kultur war Verka Serduchka eindeutig auf den östlichen Markt ausgerichtet und in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil von Ruslana. Andriy Danilko moderierte diverse TV-Shows in der Ukraine und auch in Russland. Und diese Figur, Verka Serduchka und ihre Familie, die stellen das Klischee einer hinterwäldlerischen Ukraine dar, die sich im großen Moskau lächerlich macht. Die Bemühung dieses Stereotyps von den überlegenen Russen gefällt nicht allen in der Ukraine. Nach seinem Auftritt 2007 als Verka Serduchka beim ESC wurde Danilko in Russland trotz seiner Beliebtheit auch 2 Mal mit Auftrittsverboten belegt. Und das erste Mal direkt 2007, nachdem er mit diesem scheinbar völlig sinnfreien Song, den er dort sang, den 2. Platz für die Ukraine belegte. Und offiziell lautete der Text »I want you see« Dancing Lascha Tumbai und Lascha Tumbai, das existiert nicht. Und stattdessen verstanden aber viele Russia Goodbye, also I want you see dancing Russia Goodbye. Die Jugendorganisation ukrainischer Nationalisten dagegen forderte, Danilko solle die ukrainische Staatsbürgerschaft abgeben,
da er den Großteil seines Vermögens in Russland gemacht habe, also eine polarisierende Figur. Die große Beliebtheit des Songs beim ESC ist gewiss zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass die Drag-Figur Verka Serdutschka das große queere Publikum des Eurovision Song Contest ansprach. Genau dieser Punkt führte 2013 zu einem zweiten und seitdem anhaltenden Auftrittsverbot von Danilko in Russland. Im Zuge der neuen Gesetze in Russland, die jegliche Thematisierung queeren Lebens untersagt, angeblich zum Schutz von Kindern, musste eine nicht eindeutig männlich oder weibliche Figur von der großen Bühne verschwinden. Danikos Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung gekündigt. 2010 stand wieder eine Wahl an in der Ukraine. Viktor Janukowitsch trat erneut an und wurde zum Ministerpräsidenten der Ukraine gewählt. Janukowitschs politischer Kurs bestand sowohl aus Zusicherungen an die EU als auch an Russland. Einen NATO-Beitritt der Ukraine lehnte er ab. Im Jahr 2013 verweigerte dann der von ihm ernannte Ministerpräsident Asarow die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU, weil Russland in diesem Falle mit Wirtschaftssanktionen gedroht hatte. Auch von Seiten der EU, muss man dazu sagen, gab es Zweifel, ob das Assoziierungsabkommen zum richtigen Zeitpunkt kam, da durch Janukowitschs politisches Agieren Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Ukraine bestanden. Als Reaktion auf die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU kam es 9 Jahre nach der Orangenen Revolution wieder zu großen Protesten auf dem Unabhängigkeitsplatz von Kiew, dem Maidan. Die Bewegung ist hierzulande auch als Euromaidan bekannt. In der Ukraine werden die Ereignisse als Revolution der Würde bezeichnet. Zu den Forderungen der DemonstrantInnen gehörte neben der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens auch die Absetzung von Präsident Janukowitsch. Nach ihrem ESC-Sieg 2004 hatte Ruslana in einem Spiegel-Interview die Hoffnung geäußert, dass die Korruption in der Ukraine durch diese Revolution ein Ende haben würde. Und tatsächlich war das aber langfristig nicht passiert. Ein weiterer Vorwurf, der besonders an Janukowitsch gerichtet war. Hinzu kam, dass sich Janukowitsch selbst stark bereichert hatte. Und das bekannteste Beispiel ist eine Palastanlage in der Nähe von Kiew, die ursprünglich dem Staat gehört hatte und die sich Janukowitsch als Privatbesitz angeeignet hatte. Im Februar 2014 floh Janukowitsch nach Russland. Im folgenden Frühjahr gewann der proeuropäische Schokoladenhersteller Petro Poroschenko, der die Euromaidan-Proteste mit angeführt hatte, die Neuwahlen in der Ukraine. Seine Regierung unterzeichnete noch im laufenden Jahr 2014 zumindest einen Teil des Assoziierungsabkommens mit der EU. Es war während des Euromaidans nicht nur in Kiew zu Protesten gekommen und Demonstrationen und Streiks, sondern unter anderem auch auf der Halbinsel Krim, wo sich die GegnerInnen und BefürworterInnen eines Machtwechsels gegenüberstanden. Ende Februar tauchten überall auf der Krim Soldaten auf, die keine Hoheitsabzeichen trugen und später von UkrainerInnen als Zitat, kleine grüne Männchen verspottet wurden. Sie besetzten unter anderem das Regionalparlament, wählten rechtswidrig einen neuen Regionalpräsidenten und ließen kurz darauf ein Referendum durchführen, das die Option beinhaltete, zur ukrainischen Verfassung von 1992 zurückzukehren oder aber die Krim Russland anzuschließen. Angeblich stimmten 95% der Krim-BewohnerInnen für den Anschluss an Russland. Man muss dazu aber wissen, dass die Krim eine Sonderstellung innerhalb der Ukraine hatte, und zwar war sie eine autonome Republik. Wie bereits am Anfang erwähnt, 1991 hatten auch auf der Krim mehr als die Hälfte der BewohnerInnen für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion gestimmt.
Allerdings zeigte sich schon kurz darauf, dass es starke Bestrebungen gab, sich Russland anzuschließen. Als Kompromiss mit Kiew erhielt die Krim daraufhin einen Sonderstatus und hatte damit weitgehende eigene Regierungsbefugnis, zum Beispiel in Finanzfragen. Über die Soldaten ohne Hoheitsabzeichen wurde in Deutschland oft als pro-russische Kräfte geredet und tatsächlich handelte es sich dabei aber um russische Spezialkräfte und nicht um russische Bewohner der Krim, was selbst Putin später bestätigte. Das taktische Ablenkungsmanöver, was man aber durch die Verschleierung der Identität bezweckt hatte, das war voll aufgegangen. Im Jahr nach der Annexion der Krim und dem folgenden Kriegsbeginn auch in weiteren östlichen Regionen der Ukraine, aus der zwei sogenannte Volksrepubliken hervorgingen, nahm die Ukraine nicht am Eurovision Song Contest teil und begründete dies auch mit dem Krieg. Auch zu diesem Zeitpunkt entstand in deutschen und internationalen Medien oft noch der Eindruck, es handele sich um eine Art Bürgerkrieg. Oder um bei der damals genutzten Formulierung zu bleiben, um die Ukraine-Krise und nicht zuallererst um das militärische Eingreifen Russlands auf dem Gebiet eines souveränen Nachbarlandes. Recht schnell verschwand die anhaltende Kriegssituation in der Ostukraine aus den großen Medienschlagzeilen hierzulande. Und schon damals hätte man von einem Krieg mitten in Europa sprechen können und stattdessen entstand eher der Eindruck, es handele sich um einen Regionalkonflikt. Die Ukraine blieb in deutschen Medien weiter eher blass und der Krieg ließ eine Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens endgültig in die Ferne rücken. Die Haltung und Fehleinschätzungen Westeuropas gegenüber der Ukraine, Russland und Belarus lassen sich an den folgenden Vermittlungsversuchen beobachten. Die Ukraine selbst saß bei den ersten Gesprächen im Februar 2015 nicht mit am Tisch, sondern François Hollande, Angela Merkel und Wladimir Putin. Putins Russland galt offiziell nicht als Kriegspartei. Aus den Treffen entwickelte sich in der Folge das Minsker Abkommen, bei dem dann auch die Ukraine und Vertreter der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk vertreten waren. Auch in deutschen Medien wurde immer wieder darauf bestanden, dass auf der Krim überwiegend russische Bevölkerung lebt und einmal abgesehen davon, dass diese Bevölkerung weitgehende Autonomie in der Ukraine besitzt, hat diese Zusammensetzung auch Gründe in historischen Unrechtssituationen. 2016 kehrte die Ukraine zum Eurovision Song Contest zurück und entsendete die krim-tatarische Sängerin Susanna Jamaladinova, bekannter unter ihrem Künstlerinnennamen Jamala. Sie thematisierte in ihrem Beitrag die Deportation der auf der Krim lebenden ethnischen Minderheit der Krim-Tataren im Jahr 1944, hauptsächlich nach Usbekistan. Bis in den Mai 1944 war die Krim vom Deutschen Reich besetzt und wurde unter anderem für die deutsche Wirtschaft ausgebeutet. Während dieser Zeit hatten ca. 15.000 bis 16.000 Krim-Tatar mit den Deutschen kollaboriert. Und wie ich in meinem vorherigen Vortrag bereits thematisiert habe, ist Kollaboration mit den Deutschen kein in eindimensional zu fassendes Phänomen. Man musste nicht mit ihnen sympathisieren, um es für die bessere Option zu halten, sich an sie anzupassen und so das eigene Überleben im Besatzungsalltag zu sichern. Insbesondere für Minderheiten wie eben die Krim-Tataren war es wichtig, Eigenschutz zu betreiben, da sie befürchteten, am ehesten kollektiv bestraft zu werden. Schon vor der Einnahme der Krim am 13. Mai 1944 beschloss der Kreml mit Blick auf die Krim-Tataren die sogenannte Säuberung der Krim von antisowjetischen Elementen. Die Begründung war, neben der Kollaboration eines Teils der Krim-Tataren mit den Deutschen, dass angeblich 20.000 Krim-Tataren aus der Roten Armee
desertiert sein. Und diese hohe Zahl ist schon deswegen anzuzweifeln, weil nur etwa 20.000 Krim-Tataren überhaupt Teil der Roten Armee waren. HistorikerInnen heute gehen eher von 4.000 Deserteuren aus. Heute wird davon ausgegangen, dass das eigentliche Ziel war, die strategisch wichtig zur Türkei gelegene Krim nutzen zu können. In weniger als zwei Tagen, vom 18. bis zum 20. Mai 1944, deportierten Truppen des Innenministeriums der UdSSR ca. 200.000 bis 250.000 Krim-TatarInnen, hauptsächlich nach Usbekistan. Davon ausgenommen waren selbst diejenigen nicht, die zuvor für ihre Dienste für die Sowjetunion ausgezeichnet worden waren. Die Menschen wurden in Viehwaggons abtransportiert und erlitten auf der Fahrt Hunger, Durst und unhygienische Bedingungen. Während der Verschleppung und in den ersten Jahren nach der Umsiedlung starben mehr als 40% der Krim-TatarInnen. Moscheen und Friedhöfe auf der Krim, sichtbare Zeichen ihrer Kultur, wurden zerstört. Die Menschen selbst durften ihre neue Siedlung bis 1956 nur in Ausnahmefällen verlassen und danach durften sie innerhalb der UdSSR umziehen, aber nicht auf die Krim. Diejenigen, die trotz allem versuchten, dorthin zurückzukehren, wurden starken Repressionen ausgesetzt. 1967 wurde die krim-tatarische Bevölkerung rehabilitiert, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein negatives Bild über sie verfestigt, das bis heute anhält. Während der Zeit in Zentralasien wurden Traditionen, Geschichte und die Turksprache der Krim-TatarInnen fast ausschließlich über die Familie weitergegeben. Jamalas Song, den sie selbst komponierte und textete, handelt laut eigener Aussage von der Geschichte ihrer Urgroßmutter und deren Deportation. Der Großteil des Songs ist auf Englisch, aber es gibt auch krim-tatarische Strophen. Es beginnt wie folgt auf Englisch. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all, and they say, we are not guilty, not guilty. Also, wenn Fremde kommen, sie kommen in dein Haus, sie töten alle und sie sagen, wir sind nicht schuldig, nicht schuldig. Jamala integriert zudem traditionelle tatarische Musikelemente in das Stück. Unter anderem beginnt der Song mit einer Duduk, einer Kurzoboe. Schon im Vorfeld des Eurovision Song Contest wurde diskutiert, ob es sich nicht viel mehr mit diesem Song um einen Kommentar zur aktuellen Situation seit 2014 auf der Krim handelte, als um die Schilderung einer historischen Erfahrung. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte die krim-tatarische Minderheit erneut unter Repressionen und Verhaftungen zu leiden oder floh in den Westen der Ukraine. Insbesondere russische MedienvertreterInnen und auch PolitikerInnen sahen das so. Die behaupteten, Jamalas Song würde die Friedensverhandlungen gefährden. Als sie den Wettbewerb dann gewann und nicht der hochfavorisierte russische ESC-Beitrag von Sergei Lazarev titelte die Komsomolskaja Pravda, wie die europäische Jury Lazarev den Sieg raubte. 2016 bestritt Jamala, dass das Lied einen politischen Hintergrund habe. Heute nutzt sie ihr Lied aber ganz klar politisch. Kurz nach Beginn des Krieges im letzten Jahr floh sie mit ihren Kindern aus der Ukraine. Nur wenige Tage später sang sie beim ESC-Vorentscheid in Deutschland und gab in diesem Rahmen der ARD ein Interview. In diesem verglich sie ihre Fluchtsituation mit der Deportation ihrer Urgroßmutter. Diese habe um 5 Uhr morgens das Haus verlassen müssen mit nur wenig Gepäck. Die ersten Zeilen ihres Songs, also dass Fremde zu ihr nach Hause kommen und alle töten und dann behaupten, sie seien nicht schuldig, das passe auch sehr genau auf die aktuelle Situation. Die EU müsse nun aktiv werden und unter anderem Waffen und Medikamente schicken. Und am Ende sagt sie, Zitat, 2016 hat Europa jedes Wort in dem Lied geglaubt, auch wenn viele nicht wussten, was mit den Krim-Tataren passiert ist. Aber das Lied kann Emotionen überbringen. Und wenn wir uns erinnern, wie der ESC entstanden ist,
So war das auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben auch verschiedene Länder etwas von sich mitgebracht und sind zusammengekommen. Und das ist das Wichtigste. Ich werde hier das Lied singen, damit ich gehört werde, damit hier das Lied gehört wird. Zitat Ende. 2017, nach Jamalas Sieg, wurde der Eurovision Song Contest wieder in Kiew ausgetragen. Das Motto lautete Celebrate Diversity und wurde mit einer traditionellen ukrainischen Perlenkette bebildert, die als Schutzamulett genutzt wird. Im Stadtraum wurde in diesem Zuge ein sowjetisches Denkmal zu einem Pride-Regenbogen umdekoriert. Russland hatte auf die Teilnahme 2017 komplett verzichtet, nachdem die Ukraine der russischen Kandidatin die Einreise verweigert hat. Diese russische Sängerin war 2015 von Russland aus auf die Krim gereist. Und das war der Grund für die Einreiseverweigerung. Ebenfalls im Jahr 2017 beschloss die EU, dass die BürgerInnen der assoziierten Ukraine visumsfrei in die EU einreisen dürfen. Eine Regelung, die im Februar 2022 eine immense Bedeutungssteigerung erfuhr. Und in den beiden Jahren nach 2017 wurde zudem in der ukrainischen Verfassung implementiert, dass die Ukraine den Beitritt in EU und NATO anstrebe. Also das ist keine neue Entwicklung, sondern schon 5, 6 Jahre alt. Im Jahr 2019 verlor Petro Poroschenko überraschend die Wahl um die Präsidentschaft, und zwar gegen den Entertainer und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj. Poroschenko war in der letzten Zeit seiner Amtszeit nationalistischer geworden. Die Kriegssituation im Donbass hatte er nicht geschafft zu befrieden und schaffte es auch nicht, die Korruption zu bekämpfen, sorgte aber stattdessen für eine starke Ukrainisierung, zum Beispiel von Behörden, und stellte den Flugverkehr nach Russland ein. In seinem zweiten Wahlkampf stand Poroschenko entsprechend für eine eher nationalistische, antirussische Ukraine. Während Selenskyj zu diesem Zeitpunkt hierzulande ein völlig Unbekannter war, war er in der Ukraine mit der Serie Slucha Narodu, auf Deutsch Diener des Volkes, berühmt geworden. Und in der Serie spielt Selenskyj einen etwas unbedarften Lehrer, der noch bei seinen Eltern wohnt und mehr oder weniger durch Zufall Präsident der Ukraine wird. Entgegen aller Erwartungen erweist sich der Politneuling als standhafter Kämpfer gegen die Korruption in der Ukraine. Also diese Figur, nicht Selenskyj. Selenskys Partei ist nach der Fernsehserie Diener des Volkes benannt und weckte entsprechende Erwartungen und Assoziationen. Sein Wahlkampf war allerdings so minimalistisch, dass man daraus nicht erkennen konnte, welche Ziele er verfolgen wollte. So kritisch man zu Selenskyj und seiner Politikkarriere, denn auch seine wird von Oligarchen gestützt, stehen kann, er ist ein Medienprofi, der ein Gespür für neuralgische Punkte hat. Direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar letzten Jahres forderte er die sofortige Aufnahme der Ukraine in die EU. Ein solcher Prozess dauert sonst Jahre bis Jahrzehnte und war innerhalb der Ukraine für die 2030er Jahre angepeilt. Die Forderungen und der Krieg beschleunigten die Verhandlungen allerdings tatsächlich immens. Seit Juni 2022 sind die Ukraine und Moldau Beitrittskandidaten für die EU. Zuvor waren die Verhandlungen auch deshalb ins Stocken geraten, weil aus Sicht der EU so keine Einigung mit Russland funktionieren konnte, eben über die Krim und die Ostukraine. Mit seiner Forderung stellt Selenskyj klar, dass mit dem Angriff endgültig der Punkt erreicht ist, an dem man von ukrainischer Seite nicht mehr beschwichtigen und zugunsten von Russland auf die eigenen Interessen verzichten möchte. Und das ist ein klares Bekenntnis zur EU. Ich weiß nicht, wie viele von den ZuhörerInnen die Fernsehserie mit Selenskyj gesehen haben, aber eine der für mich spannendsten Szenen
ist diejenige, in der der ukrainische Präsident, gespielt von Zelensky, einen Anruf von Angela Merkel bekommt. In diesem Anruf verkündet sie, dass sein Land in die EU aufgenommen sei und gratuliert. Der Präsident der Ukraine freut sich überschwänglich und bedankt sich im Namen des ukrainischen Volkes. Und in diesem Moment merkt Angela Merkel, dass sie einen Fehler gemacht hat und dass sie eigentlich Montenegro anrufen wollte und Montenegro sagen wollte, dass dieses Land in die EU aufgenommen wurde. Ja, das ist deswegen eine so spannende Szene für mich, weil sie nämlich umgekehrt etwas über das Nicht-Gewollt-Sein und nicht richtig wahrgenommen von Seiten der EU komödiantisch auf den Punkt bringt. Osteuropa, das ist für mich das, was dabei rüberkommt, das ist doch alles irgendwie dasselbe. Ob nun Montenegro oder die Ukraine, das kann man schon mal verwechseln. Gleichzeitig steht die Szene für den unglaublich langen Prozess, den ein EU-Beitritt bedeuten kann, und für die enttäuschten Hoffnungen vieler Ukrainerinnen, übrigens nicht nur von denen, sondern auch vieler anderer OsteuropäerInnen, die sich seit Jahren für einen EU-Beitritt aussprechen. In diesem Jahr, dem Jahr des Krieges und des EU-Kandidatenstatuses der Ukraine, fand wieder ein Eurovision Song Contest statt, und dieses Mal nahm die Ukraine trotz Kriegssituation teil. Das Teilnahmelied stand vor Kriegsbeginn fest. Der Song Stefania der Band Kalush Orchestra ist der Mutter eines der Bandmitglieder gewidmet, und zwar dafür, dass sie ihrem Kind Halt gegeben habe. Die Band erhielt eine Sondererlaubnis, um ausreisen zu dürfen nach Italien, wo der Eurovision Song Contest 2022 stattfand. Denn Ausreisen, das ist wehrfähigen ukrainischen Männern während des Krieges nicht gestattet. Der Song ist der erste komplett ukrainischsprachige und der erste Rap-Song, der den ESC gewinnen konnte. Die gesamte Band hat in ihrer Kleidung Anleihen an traditionelle ukrainische Kleidung genommen. Unter anderem werden hier wieder die Husulen-Traditionen zitiert. Und zwei Bandmitglieder tragen eine typische ukrainische Bluse, Vishivanka. Und der Bandleader Oleg Psyuk trägt eine Weste, die dieser Form ähneln soll. Anders als Ruslana kann man die Anleihen an traditionelle Trachten, wie ich finde, tatsächlich erkennen. Die Kostüme und die traditionelle Flöte als auch den aufsehenerregenden Schluss empfehle ich sehr anzusehen. Denn nachdem die Band ihren Song beendet hatte, rief Frontmann Oleg Psyuk dazu auf, der Ukraine, den Menschen im Stahlwerk Azovstal und der Stadt Mariupol sofort zu helfen. Die European Broadcasting Union und der italienische Veranstalter entschieden sich, den Verstoß gegen die Regelung, dass man sich als KünstlerInnen nicht politisch äußern darf, nicht zu ahnden, sondern werteten das Statement offiziell als humanitäre, nicht als politische Aussage. Kalush Orchestra gewann mit seinem Lied den Eurovision Song Contest, und Präsident Zelensky schlug vor, den nächsten ESC in Mariupol auszutragen. Offenbar wollte er aus einem Symbol der Zerstörung ein Symbol des Wiederaufbaus machen. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der nächste ESC wegen der anhaltenden Kriegssituation aber nicht in der Ukraine stattfinden kann. Das oberflächlich oder vom Text her betrachtet offenbar unpolitische Lied wurde mit dem Beginn des Kriegs zunehmend mit der Mutter Ukraine assoziiert. Auch einzelne Textzeilen wurden uminterpretiert, zum Beispiel die über zerstörte Straßen, denn die passen nun ohne große Probleme in die Kriegssituation. Einen Tag nach dem Gewinn des ESC erschien zudem ein weiteres Musikvideo der Band, das eindeutig politisch ist und gewiss aus diesem Grund erst nach dem Wettbewerb veröffentlicht wurde. Die in dem Video zu sehenden Frauen sind alle Schauspielerinnen,
Und sie tragen Kinder aus Ruinen, sie helfen Menschen, sie trocknen Tränen, sie zeigen sich selbst verletzlich. Psyuk sagte zu dem Video, er hoffe, dass das Lied nicht nur Hymne des Kriegs sei, sondern auch eines Tages Hymne eines Siegs in der Ukraine. In dem Lied tauchen auch Züge auf und damit der Migrationsaspekt. Die einen fliehen, die anderen fahren zur Front. Laut UNHCR sind mit Stand Anfang November 7,8 Millionen Menschen aus der Ukraine in Europa als Geflüchtete registriert und innerhalb des Landes sind 6,5 Millionen auf der Flucht. Aber auch ohne den Krieg kann man in dem Lied politische Aspekte wiederfinden. Die Anleihen an die traditionelle Kleidung, die Folklore-Elemente in der Musik in Kombination mit der Thematisierung eines mütterlichen Wiegenliedes machen eine ukrainische Nationalkultur stark, die während der Sowjetzeit unterdrückt wurde. Nicht nur die Gewinnersongs spielen immer wieder mit dieser Folklore, sondern auch zum Beispiel die ukrainische Band des vorletzten Jahres beim ESC, nämlich Goa. Ihr Genre ist ein Mix aus Electronic und Folkmusik. Mit ihrem ukrainischsprachigen Song über einen Wald belegten sie damals Platz 5. Die Sängerin nutzt die traditionelle Gesangstechnik der weißen Stimme. Und damit möchte ich zum Ende kommen und noch einmal rekapitulieren. Ruslana gewann 2004. Sie hatte damals und hat weiterhin eine stark proeuropäische Haltung. Ihr Song war auf den ersten Blick vor allen Dingen auf den kommerziellen Geschmack in Westeuropa ausgerichtet, hatte aber gleichzeitig zum Ziel, das negative, durch Tschernobyl und die Sowjetzeit geprägte Image der Ukraine zu verändern. Neben dem Bekanntmachen der ukrainischen Natur betonte sie die regionale Minderheit, Identität der Husulen und in der Folge engagierte sie sich auch politisch für die demokratische Veränderung in der Ukraine und trat für die Gleichberechtigung der queeren Bevölkerung in der Ukraine ein. Auch der nächste Song aus der Ukraine, der den Eurovision Song Contest gewann, betonte eine Regionalidentität, in dem Jamala nicht nur auf die Geschichte der Krimtataren einging, sondern auch teilweise auf Krimtatarisch sang. In diesem Fall von Jamala allerdings war die politische, regionale, ethnische und auch die nationale Botschaft nicht so implizit bzw. musste nicht erst durch Interviews erklärt werden wie bei Ruslana. Schon im Vorfeld war kritisiert worden, der Song sei zu politisch. Allerdings konnte die IBU nicht ernsthaft die Thematisierung dieses historischen Themas verbieten. Vom europäischen Publikum wurde sie dafür belohnt. Hier aber vor allem von den nationalen Jurys und etwas weniger von den Leuten, die per Telefon abstimmten. Wie genau der Einfluss der politischen Lage auf das Ergebnis war, lässt sich nicht sagen. Durch den Sieg wurde allerdings die Geschichte der Krimtataren bekannter in ganz Europa. Damit trug Jamala einerseits zu einer neuen Art des Erinnerns an den Zweiten Weltkrieg bei und die Inkludierung der Ukraine in diese Erinnerungskultur. Andererseits nutzte und nutzt sie die Geschichte ihrer Urgroßmutter als Vergleichsnarrativ, beziehungsweise um eine historische Linie zu ziehen zwischen dem Unrecht, das die Sowjetunion den Krimtataren antat, und dem Unrecht, das 2014 und heute die vom Putin geführte Russische Föderation dem Krimtataren und der gesamten Ukraine antut. Jamala nutzte die Bühne des letztjährigen ESC-Vorentscheids, um diese gedankliche Verknüpfung noch einmal zu erneuern. Der aktuelle Gewinnersong erhält wie bei Ruslana wieder in der Kleidung Anleihen an die Husulen, aber auch insgesamt versucht die Band, Elemente traditioneller Kleidung zu nutzen, und zwar offensichtlicher als bei Ruslana. Anders als bei Ruslana und auch als Jamala singt die Band komplett auf Ukrainisch. Das breite Verständnis des Songs scheint also weniger im Zentrum zu stehen. Wohl aber die Botschaft am Ende des Liedes, die wiederum auf Englisch formuliert wurde, nämlich der Aufruf der Ukraine zu helfen.
Auffällig bei allen drei GewinnerInnen ist, dass sie sich entweder pro-europäisch äußerten, engagierten oder an Europa appellierten. Es ist bemerkenswert, dass alle drei Beiträge zwischen dem ersten und dem dritten liegen ja immerhin 18 Jahre, neue Nationalnarrative und damit ein neues ukrainisches Nationalverständnis nach dem Ende der Sowjetunion betonen. Und noch bemerkenswerter ist, dass genau diese Beiträge im Rest des Eurovision-Abstimmungsgebietes so beliebt sind, dass sie den Wettbewerb gewinnen konnten. In derselben Zeit bewegte sich Russland in die andere Richtung. Weniger Aufarbeitung der Narrative über den Zweiten Weltkrieg, sondern Instrumentalisierung des Zweiten Weltkriegs. Trotz Teilnahme am Eurovision Song Contest und den teuren Versuchen, dort zu gewinnen, eine verschärfte Rhetorik und vor allem verschärfte Diskriminierung gegenüber der queeren Bevölkerung. Und die Begründung aus Russland, warum man eine Integration nach Westeuropa stoppen müsste, war unter anderem das Narrativ von Gayropa, das besonders stark wurde, nachdem die dezidiert Putin-kritische Conchita Wurst den ESC für Österreich gewonnen hatte. Russland malte als Drohszenario, dass die Ukraine bei einer Integration nach Westeuropa die gleichgeschlechtliche Ehe zulassen müsse. Und schon zuvor beim Euromaidan war die Rede davon, dass es sich bei den proeuropäischen AktivistInnen angeblich ausschließlich um Schwule handelte. Und in der Logik der russischen Propaganda ist das eine Beleidigung. Im Jahr 2009, als Moskau den Eurovision Song Contest ausrichtete, waren während einer Pride-Parade Menschen festgenommen worden. Und mir erscheint, der ESC ist die Versinnbildlichung all dessen, was das russische Regime an Europa hasst. Seit dem Beginn der 1990er wurde die Plattform von verschiedenen Staaten immer wieder für ihre eigenen Zwecke genutzt. Aber genauso schafften es immer wieder KünstlerInnen, quasi von unten Europas Diversität zu performen.